liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim siebten Türchen meines Highlight-Adventskalenders. Heute im siebten Türchen möchte ich euch ein Sachbuch präsentieren, Joy at Work von Marie Kondo und Scott Sonnenschein. Ein Buch, das ich ursprünglich gehört habe und dann aber natürlich das Buch auch im Nachgang bei mir eingezogen ist. Ich habe vor Jahren Marie Kondo für mich entdeckt, ihre Idee des Außenmistens, des Minimalismus. Es gibt verschiedenste Dokumentationen über Marie Kondo, wie sie anderen Leuten beim Ausmisten hilft, wie man da vorgehen kann, wie man im Nachgang dafür sorgt, dass eben die Wohnung, das Haus, was auch immer aufgeräumt bleibt. Und nun mit ihrem neuen Buch hat sie sich eben an den Arbeitsplatz gewagt und hat verschiedenste Theorien aufgestellt, wie wir Menschen an Arbeitsplätzen funktionieren, warum manche Arbeitsplätze ordentlich sind, andere nicht, was dahinter steckt und wie man das eben einfach in den Griff bekommt. Ich habe das Buch zuerst gehört, das hat mir große Freude gemacht, das war ein toller Hörspaß, kann ich wirklich absolut empfehlen, habe mir dann einige Notizen gemacht und dann Markierungen, als ich es im Grunde dann noch einmal, ich sage jetzt mehr oder weniger quer gelesen habe. Es sind Informationen enthalten, die ich sehr spannend fand. Natürlich erzählt uns Marie Kondo in vielen ihrer Büchern im Grunde so ein bisschen immer ähnlich, woran es liegt, dass wir Dinge aufheben, dass wir Dinge sammeln, warum das eben vielleicht auch für unseren Geist nicht gut ist. Denn man sagt natürlich, jeder Gegenstand in unserem Leben nimmt auch einen Platz in unserem Kopf ein und umso mehr Gegenstände man hat, umso mehr beschäftigt man sich auch damit und dass das im Grunde ein Teufelskreis ist, weil man immer mehr braucht, immer neue Dinge, immer andere Dinge, immer hochwertiger und dann wirklich in so eine Art Kaufrausch verfallen kann. Ganz besonders möchte ich das kann betonen. Und Marie Kondo hat mir damals sehr geholfen, mit diesen Gedanken von verschiedensten Sammlungen, die ich hatte, einfach die im Kopf umzudrehen, wo ich irgendwann dachte, es stimmt, was nützen mir 100 Nagellacke? Ich kann nicht mehr in der Regel als 10 vielleicht an zwei Händen irgendwie tragen und so oft benutzt man das nicht. Warum brauche ich 20 Bettwäschen? Warum brauche ich 50 Paar Socken? Und das Einzige, wo sie mich nie bekommen hat, war zumindest zu Beginn die Bücher. Denn ich war ein Büchersammler, ich wollte irgendwann ein Bücherzimmer, ich wollte eine Sammlung haben. Doch irgendwann ist Marie Kondo so in mir übergegangen, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte irgendwann nur noch ganz, ganz, ganz tolle Bücher in meiner Wohnung stehen haben. Ich möchte vor diesem Bücherregal stehen und sagen, da sind Autoren und Autorinnen drin, die ich liebe, die ich gerne lese, deren Geschichten mich begeistern und ich möchte einfach glücklich mit diesem Regal sein. Und so weit hat mich Marie Kondo gebracht. Ich habe über die Jahre so, so viel ausgemistet. Nicht nur Bücher, Klamotten, Schuhe, Taschen, allerlei Dinge von Tellern, die man nur an besonderen Feiern irgendwie benutzt, ganz zu schweigen. Denn Marie Kondo sagt eben auch, nutz die Dinge, die du hast, schätze sie. Und wenn du sie eben nicht magst, wenn du sie nicht wirklich liebst und nicht gebrauchen kannst, dann sag goodbye und vielen Dank. Und nein, ich bedanke mich nicht bei jedem Pullover, dass er mich im Winter gewärmt hat, aber ich kann ihren Gedanken sehr gut verstehen. Und hier spinnt sie das jetzt im Grunde weiter zum Thema Aufräumen am Arbeitsplatz, warum manchmal Arbeitsplätze eben einfach so chaotisch sind, warum E-Mail-Postfächer überquillen und so weiter. Und sie hat hier Ansätze drin, die ich grandios fand, die so viel in meinem Kopf auch gemacht haben, was das Arbeitsleben angeht, gerade dann auch im Homeoffice, wo man sich dann doch in diesem Jahr einfach umorganisieren musste, einfach auch mal seinen eigenen Rhythmus finden musste, seine eigenen Wege und sich einfach auch jeden Tag aufs Neue selbst animieren und motivieren muss, sich an den Heimarbeitsplatz zu setzen und dort einfach zu arbeiten. Und das fand ich großartig. Ich habe so viel mitgenommen, was meinen Heimarbeitsplatz geht, auch Scott Sonnenschein, der eigentlich so ein bisschen aus einer anderen Richtung kommt, aber trotzdem hier wunderbare Tipps mitgibt, egal ob das das Fotoarchivieren auf dem Rechner ist, vom Handy weg, ob das Updates sind, ob das E-Mail-Zeichen oder die Vorschau der E-Mail ausschalten ist. Es gab so viele Tipps, die ich mitgenommen habe, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich verinnerlicht habe mittlerweile. Ich habe mir im Kalender Termine eingetragen, was ich wann wie irgendwie tun möchte. Für mich wirklich ganz, ganz tolles Buch mit vielen, vielen Tipps und eben auch diesen Impulsen, die ich eben immer auch nach wie vor irgendwie brauche, auch wenn ich mich schon lange mit Minimalismus und Ähnlichem beschäftige und ich finde das einfach großartig. Es war leicht erklärt, es war toll rübergebracht, es war spannend, es gab Zusammenhänge, die man dann einfach greifen konnte und eben auch irgendwann verstanden hat, warum tickt der Mensch, wie er ist, warum ist das Arbeitsleben so, wie es ist und natürlich auch die erste Frage, die eigentlich Marie Kondo stellt, ist, magst du eigentlich deinen Job und wenn nicht, was du dann eigentlich zu tun hast oder wie du erkennst, wo du deinen richtigen Hinweg gehst. Ein wirklich tolles Buch, es ist nicht dick, auch das Hörbuch wirklich empfehlenswert. Ich fand beides, sowohl die eine wie die andere Version, wirklich ganz, ganz toll und hilfreich und kann ich auf jeden Fall empfehlen für jeden, der ein bisschen Ordnung in seinen
ja, in sein Leben und auch in sein Arbeitsleben bringen möchte. Und das war's nun, das 7. Adventskalendertürchen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen 7. Dezember. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.